Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ja, wir spielen weiterhin mit unserem Herzog. Unserem Herzog, der ja sehen muss, wie die Seuche über sein Land herfällt und der sich in sein Besitztum zurückgezogen hat. Und mit dieser Seuche an der Backe wird er auch weiterspielen. Ja. Ich glaube, er wird sich jetzt in seinen alten Tagen sehr darauf versteifen, Genua weiter zu der Provinz auszubauen, die er sich da entsprechend wünscht. Vor allem auch die Stadt liegt ihm am Herzen. So dass wir hier einfach weiterbauen, so gut es eben geht. Er baut hier gerade die Felder aus. Ach so, ich habe noch ein paar... Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Entscheidung verfügbar. Petition an den Lehnsherrn. Wir können Zahlungen verlangen von unseren Söhnen und unserem Sohn. Nein, das werden wir erstmal nicht tun. Wir haben keine Amme angestellt. Ist das problematisch? Ja, Tatsache. Wir müssen mal gucken. Vielleicht ist Giudita Candio tatsächlich dafür geeignet, hier als Amme durchzugehen. Und wir werden direkt mal schauen, wie es um unsere Gemeindekontrolle bestellt ist. Und da muss man sagen, dass wir Tatsache... hier noch keine gute... Gemeindekontrolle haben, weshalb wir auch über einen Szeneschall nachdenken können. Der bringt nämlich 0,1 bis 0,3 Kontrollzuwachs pro Monat. Und Edda, die Gärtnerin. Unherrenhafter Denker. Aber vielleicht ist das auch was für den Fürsten der Mode. Unser Sohn soll es werden. Er ist verschwenderisch. Ja, ich denke, das ist tatsächlich etwas für unseren Sohn. Er wird unser Seneschall. Und hier werden wir einfach sie verheiraten mit ja, ihm hier. Matrilinear. Matrilinear. 35, sie ist 45. Bestens. Was gibt es dann noch? Er erwartet einen Ratsposten. Mhm. Sohn und Ratsspitzel und Vasall von uns. Ja, da können wir jetzt leider nichts machen. Worin ist er ein Ratskämmerer und Vasall und Freund von uns? Ja, dann können wir da. Wir können halt nicht jedem Graf Bonifacio von Parma könnten wir den Krieg erklären. Ja, aber er ist zwar ehrgeizig, lässt er sich so eine Gelegenheit entgehen. Naja, er ist sich schon dessen bewusst, dass er Pisa nicht halten kann im Sinne einer Nachfolgeregelung, sodass er weiß, dass er dieses Land hier auch wieder abgeben wird, zwar, wie ich meinen möchte, an einen Verwandten. Aber vielleicht ist das der Grund, warum er Tatsache überlegt, ihm den Krieg zu erklären. Ansprüche von Protestantat Walter. Wer ist er? Ratskämmerer und Vasall von uns. Ja, er ist unser Freund. Insofern würde das vielleicht sogar ganz gut passen, ihm. Ich glaube, er ist der Vasall von Luni, kann das sein? Ja, genau, richtig. Großstadt von Luni ist in seinem Besitz.
Er würde natürlich dann schon mächtig werden, aber er hat auch keine. Er hat auch keine Nachkommen. Ja, wisst ihr was? Wir machen das. Aber das kostet uns 750 Prestige. 750 Prestige. Es kostet wahnsinnig viel Prestige. Auf der anderen Seite, für unseren Freund ist uns nichts zu teuer. Lasst es uns so tun. Wir werden hier das Kriegsvolk ausheben. Und welcher Befehlshaber könnte das machen? Organisator. Ja, er wird das sein, der die Truppen in die Schlacht führt. Werden da kurz einen Prozess machen. Ausgezeichnet. Wir werden habgierig. Auf jeden Fall. Vielleicht werden wir tatsächlich jetzt in Richtung Bildung gehen. So im Alter will er vielleicht noch mal. Nicht Medizin, aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch so ein bisschen Wissen, er liest vielleicht mehr Bücher, er ist zurückgezogener. Ja, wobei, das macht keinen Sinn. Was haben wir denn noch? Den. Hinterhältig ist er aber nicht ein Gierschlund, ein furchtloser Gierschlund. Naja, insofern ist vielleicht doch. Aufgrund seiner Gierschlundhaftigkeit beschäftigt er sich vielleicht nochmal mit dem Ränkespiel und einer gewissen Hinterhältigkeit. Ja. Das kann gut sein. Er ist schon ein großartiger Kämpfer. Kind meiner Dynastie, mein Sohn und Seneschall. Antonius, der Fürst der Mode Grimaldo, hat einen Sohn. Antonio. Ja, wie einfallsreich. Aber so sei es. Vielleicht können wir da. Das übergeben wir der Amme. Die soll sich da bitte kümmern. Da ist sie. Weil sie hat Liebesbläschen. Nein, das kommt nicht in Frage. Hier komm, Herzogin. Die Herzogin selbst passt auf unseren Enkel auf. Das ist gut. Und wir müssen bei der Amme mit Liebesbläschen. Das kann so nicht sein. Diese Amme muss ausgetauscht werden. Können wir sie hier feuern? Ja, das geht. Ja, wir kennen das ab. Wir haben einen feindlichen Kombattanten gefangen genommen. Wir schauen mal, was es für einer ist. Oh je. Immerhin ein neuner Ritter. Nein, die bleiben erstmal in Haft. Die bleiben in Haft. Freundlicher Austausch. Marcella Grimaldo hat 20 Meinungen von euch erhalten. Ja. Ja, alle Nachrichten löschen. Das ist soweit in Ordnung. Noch 13 Monate. Oh, es hat einen Sprung nach vorne gegeben. Er ist im Kerker verstorben. Wie schade. Einer unserer Gefangenen. Aber wir hätten eh kein Lösegeld an der Stelle bekommen.
Da haben wir, glaube ich, auch einen Anspruch drauf und müssen mal gucken, wie das vonstatten geht. Wir gucken mal hier rein, Details. Eve. Eine Abscheulichkeit, okay. Ja, viele sind da aber nicht erschlagen worden. Aber unsere Truppen sind halt sehr gut ausgebildet. Nein, ich will auch keine Prachtreise veranstalten. Wir sind ja nicht verschwenderisch. Oh, wir haben wieder Steuern. Das ist sehr hervorragend. Aber wir können noch nichts bauen. Aber unser Walter dankt uns diesen Kriegszug jetzt schon, indem er uns wirklich da Geld hereinschaufelt. Das ist hervorragend. Gleich ist die Belagerung auch durch. Ein paar Tage. Oh ja, wohl anderen. Das ist hervorragend. Hofantiquar. Sie ist 25, warum nicht? Sie sollen heiraten. So, ich denke, diesen Kampf brauchen wir nicht mehr führen. Wir haben einen Gefallen erhalten. Das ist gut. Vielleicht können wir da ja einkerkern. Weitere. Wieso kann ich hier die Vasallenbande nicht anpassen? Wir gucken jetzt mal in die Nachfolge hinein. Also wir werden Pisa auf alle Fälle verlieren. Unser Sohn wird dann auch ein mächtiger Herzog im Reich sein. Wir schauen jetzt nochmal in den Kerker. Wir haben noch einen Gefangenen gemacht. Oh, der ist nicht schlecht. Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. All meine Sünden, meine Fehler, mein Scheitern, solche finsteren Gedanken lenken mich von meinen Pflichten ab und halten mich nachts wach. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diesen geistigen Qualen ein Ende zu machen. Doch was könnte wohl helfen? Wir werden reuevoll. Was bedeutet das? Verlieren Ränkespiel. Ihr erhaltet die Eigenschaft Trunkenbold. Ein furchtloser Gierschlund. Also Eingestehen der Schandtaten kommt für ihn eigentlich gar nicht in Frage. Ich denke, wir würfeln die unteren zwei aus. Ich würfle. Eine 6. Also wir müssen stark sein und wehren uns gegen diesen Impuls. Aber ihn hier, den würde ich gerne tatsächlich. Können wir den rekrutieren? Ja, und ihn hier. Er ist tatsächlich auch gar nicht so ungebildet. Vielleicht ist das trotzdem auch Napoleone. Ja gut, der Name ist dann Programm. Wisst ihr was? Auch ihn werde ich rekrutieren.
damit unser Hof wächst und gedeiht. Leb wohl, Udalrico. Leb wohl. Wir haben jetzt tatsächlich schon einiges an Höflingen von uns und wir können mal gucken, wo unser neuer Ritter ist. Ich glaube... Oh, guck mal, unser Enkel ist ein Genie. Sehr gut. Und ihn hier können wir verheiraten. Haben wir da vielleicht einen Höfling von uns, eine Enkelin? Nein, die wollen wir ihm natürlich nicht geben. Er ist 42. Die erste cisalpinische Dame mit 25 ist sie hier. Er gibt auch einen hervorragenden Ratskanzler ab. Eieiei, der ist echt gut. Und wir könnten theoretisch weiter investieren. Können wir weiter ausbauen? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht, dass das geht. Wir könnten aber die... Ausgezeichnet. Ich glaube, ich muss tatsächlich wieder einige dieser Mods, die ich angeschaltet habe, da war so eine Deutschübersetzung dabei, die muss ich wohl wieder ausschalten. Aber das passiert dann beim nächsten Mal. Kleiner Sidekick. Aber die hier können wir wahrscheinlich noch verbessern. Und könnten jetzt trotzdem mal gucken. Ich wollte mir ja eigentlich schon ganz lange Nizza unter den Nagel reißen. Wir haben selbst Ansprüche. Aber nach wie vor ist der König hier mit dabei. Das wird nicht funktionieren. Er ist immerhin 13. Ich bin gespannt, was danach passiert. Er ist auch verheiratet. Er auch. Tatsächlich ist nur Michele Grimaldo 3 Jahre noch nicht verheiratet. Aber wollen wir ihn schon verloben? Nein, ich glaube nicht. Dafür ist er noch zu jung. Ja gut, dann werden wir uns weiterhin auf unsere Grafschaft konzentrieren und den Ausbau bestimmter Dinge weiter vorantreiben. Die Klöster könnten wir zum Beispiel verbessern. Das würde nochmal Geld in die Kassen spülen und den Seuchenwiderstand erhöhen. Und hier auch die Frömmigkeit. Oder natürlich, wir gehen in Richtung Stärke. Okay, wir haben noch keine Kasernen. Da müssen wir mal gucken, wie das bei den Kasernen aussieht. Haben wir die überhaupt schon, Kasernen? Nee. Was erforschen wir? Die Antrittsplätze, okay. Ja. Ja gut, dann werden wir hier weiter ausbauen. Und ich würde sagen, wir setzen dann erstmal hier auf den... Auf das Hospital. Das hilft doch in diesen Tagen ganz klar. Grippe von Königin Giselle breitet sich aus. Also man sieht so eine leichte Verfärbung, aber... Sonst eigentlich nichts. Hier ist die Grippe.
Aber ich glaube, wir können tatsächlich erstmal unseren Rat, unseren, na? Ach, wir sind gar nicht mehr in der Isolation. Okay, das ist okay. Wir können eine Petition an den Lehnsherrn stellen. Findet einen Arzt suchen. Haben wir schon. Findet Hochdurchschläge. Mann, Amme suchen. Wollen wir eine Amme suchen? Nein, ich glaube nicht. Könnten etwas Anspannung abarbeiten. Ja, los geht's. Noch eine Runde. Wir joggen. Sehr gut. Also wir können von Walter durchaus. Wir können von Walter durchaus das Geld einfordern. Ich denke, dafür hat er den zweiten Grafentitel bekommen. Ich denke, das ist fair. Und wir gucken mal in unseren Rat und überlegen mal, haben wir denn einen Rivalen? Nein, wir haben nur Freunde. Sie ist tatsächlich unsere Freundin, aber ihr geht's nicht gut. Also sie sieht nicht, ja, ihr geht's schlicht nicht gut. Und auf dieser Familie scheint wahrlich ein Fluch zu lasten. Sie hatten wir ja damals als Kind großgezogen und es schmerzt uns sehr zu sehen, dass sie jetzt schon mit 38 gebrechlich, melancholisch und spindeldürr ist. Naja, Wahnsinn. Sie ist eigentlich ein spindeldürrer Trostfresser. Das ist so wie ein bisschen wie Alzheimer-Bulimie. Gut. Nein, eine Prachtreise werden wir nicht machen. Können wir beim Militär noch etwas ausbauen? Nein, wir sind da in der vollen Kapazität. Ich denke, das passt. Ich denke, auch als nächstes könnten ein paar Onager dann unsere Truppen weiter ver. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Seuche hier ausbreitet. Kann man das live sehen? Von Monat zu Monat vielleicht? Kind meiner Dynastie. Schon wieder unser Seneschall. Ja. Auch er ist intelligent. Mögest du stark und weise werden. Kind unterrichten. Der soll bei seinem Vater in die Lehre gehen. Königliche Gunst verleihen. Ihr habt Berlin erhalten. Oh, wir kriegen wieder mehr Prestige. Hervorragend. Wollen wir uns dieser Jagd anschließen? Wo ist sie denn? Von Como. Ist gar nicht so weit weg, ne? Vielleicht wäre das ja mal wieder ein guter Zeitpunkt, um rauszukommen. Wir schauen mal, ob das noch geht. Nein, geht nicht mehr. Okay, dann hat sich das erledigt. Die Enten von Genua. Mein Höfling Niccolo verbreitet wie ein. Was? Verbreitet wie ein zwitscherndes Vögelchen die Neuigkeiten über Tiere, die in mein Reich gesichtet wurden. Ich höre viel Gerede aus Genua. Es heißt, man könne dort vorzüglich jagen und zahlreiche stattliche Tiere Enten seien im Gelände der Täler dort zu finden. Spannend. Was bedeutet das?
Okay, das ist natürlich. Sind das hier die Vögelchen, die jetzt hier rumfliegen? Ist ja interessant. Ja, vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder eine Jagd zu veranstalten. Das können wir doch tun. Ich denke, so eine Jagd. Wäre doch okay. Ach, wie ist hier, ne? Jagd. Wir werden selber eine Jagd planen. Ihr habt keinen Oberjägermeister eingestellt. Okay. Haben wir da. Oh, Corradio. Okay, der ist hervorragend. Ja, den werden wir einsetzen. Klarer Fall. Und dann werden wir auf die Jagd gehen. Wir werden die Jagd planen. Und zwar die Falknerei bestätigen. Und ja, Sichtung Berge. Hügel. Also hier ist es scheinbar am besten. Okay, wir können 90 investieren. Wir könnten sogar ein bisschen mehr Erfolgschance. Anfreunden, verführen, Mord. Nein, Freunde haben wir genug. Ermorden wollen wir gerade keinen, verführen auch nicht. Ich denke, Erholung passt. Es ist zu teuer, okay. Wieso kostet das jetzt so viel? Wir haben nicht genug Geld. Ja, so eine Kacke. Naja, dann müssen wir ein bisschen warten. Wir werden das machen. Dauert ja nicht allzu lange, bis wir das Geld haben. Exakt noch 3 Monate. Was für ein monströses Zerrbild. Herzog Rudolf aus Hochburgund. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Ein Buckliger. Ratskämmerer von Herzogin und Königin Tiburge. Okay. Und sie ist die Verhexte. Wow. Aber das passt natürlich. Wir beginnen die Jagd. Und das ist tatsächlich hier. Das ist nicht so weit weg. Wir gucken mal. Okay. Was? Monferrato? Er ist ein Caterer? Bist du deppert? Du wirst auf alle Fälle wieder bekehren. Hör mal, du bist der Sohn. Du bist ein Grimaldo. Und auch wenn wir mehr an unsere Geschäfte denken als an Gott, so sind wir doch der Kirche treu ergeben. Ja, ich habe mich entschieden. Aufgeschlagenes Lager. Die Enten sind ganz in der Nähe. Ich kann es spüren. Bald. Wir werden wieder ein bisschen langsamer machen. Wir werden natürlich auch unseren Gemeinde bekehren. Der soll jetzt hier sofort mal Gemeinde bekehren, ja.
unser Ratsmarschall ist leider nicht mehr da. Unser Oberjägermeister wird auch Ratsmarschall. Und er soll ruhig Befehlshaber ausbauen. Dank sich zu Tode. Alle Nachrichten löschen. Beim Öffnen von Fenstern ausblenden. Platziere Aufräumschaltfläche nach rechts. Das ist gut. Das ist gut. Wobei, nee, so hat es mir fast besser gefallen. Da komme ich besser hin. Okay. Das ist ein sehr guter Mod. Moment, eins nach dem anderen. Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Sehr gut. Kleiner Bonus. Sehr gut. Ja, la schaffen wir uns daraus. Es gibt Federviehwachtel, das man immer findet. Nein, wir werden diese Enten jagen. Wenn wir schon diese Sichtung haben, dann werden wir das tun. Graf Grimaldo und Podestat Enrico kamen sich beim Jagen näher. Okay, wunderbar. Wildere hier auf meinem Land? Das hat, dass der Herzog sein Eigen nennt? Sie kauen eng beieinander, als ich meine Wachen zu ihm reite und verbergen damit kaum das tote Tier hirsch in denen. Das waren wir nicht. Habt Gnade mit uns, glorreicher Herzog. Doch ihre Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Ja, wie würden wir uns da verhalten? Ein furchtloser Gürschlund. Geht auf Überfälle. Veruntreut als Regent Gold, nutzt Ratsaufgabe Steuern eintreiben und verrät seine Freunde und Familie für Gold und Titel. Okay. Die Beute gehört mir, genau wie die Strafzahlung im Gegenzug für unsere Leben. Ja, genau. Ich denke, genauso würden wir uns verhalten. Wir haben das eingesagt. Verfolgungsjagd mit Habicht. Finden wir die Bestie. Ja. Ein Flügelschlag. Kunibert bedeutet der Gruppe, still zu sein. Wir sind an dem von den Jagdmeistern festgelegten Freigabe gekommen. Es gibt eine freie Sichtlinie zu einer Gruppe weißer Gänse, die in einem Teich vor uns badet. Die Treiber werden bald in Position sein, bereit, das Wild aufzuscheuchen. Die Gesellschaft hält an und wir bereiten uns darauf vor, die Hauben unserer Vögel zu entfernen. Einen nach dem anderen schicken wir sie auf die Jagd. Flieg mal, Kleiner. Bündnis ausgelaufen. Okay. Wie hängen wir jetzt mit der zusammen? Ah ja, unser Sohn ist mit der verbandelt. Ja, da kommen ein paar prächtige Kinder raus aus dieser Familie. Als Volko und ich zu Fuß schwieriges Gelände durchqueren, erschrecke ich mich fast zu Tode, als ich ein lautes Jaulen höre. Ich wende mich um und sehe, dass mein Ritter den Fuß in einer Bärenfalle stecken hat, die bedrohlich aus dem dornigen Gestrüpp ragt. Ihr Heulverschmerz. Ah, verdammt seien diese Aufmerksamkeiten gemein. Warum können sie nicht wie echte Männer jagen? Alberto, wo ist Alberto? Erfolgschance verringert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir sind da ein Gierschlund. Und wir jagen da unsere Beute hinterher. Der Ritter ist uns da, glaube ich, gerade Schnurze.
Ja, zwei im Busch. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Habicht ein Ziel anvisiert und sich hoch in die Lüfte hebt. Die Treiber haben die lärmenden weißen Gänse aufgescheucht, die nun die Luft mit dem Geräusch ihrer flatternden Flügel erfüllen. Immer wieder stößt mein Habicht auf ein Beutetier herab, doch stets verfehlt er sein Ziel oder fügt ihm nur eine kleine Wunde zu. Nach stundenlangen Versuchen ist die Beute so gut wie verschwunden. Der Habicht völlig erschöpft und das Licht wird immer schwächer. Es gibt immer ein nächstes Mal. Oh nein, nicht mal das kriegen wir hin. So was Blödes. Dabei waren das doch so gute Vorzeichen. Ah. Aber immerhin, wir verlieren etwas Anspannung. Wir erhalten wieder Legitimität. Außerdem hat unser erster Ritter gewonnen. So, alles in allem hat sich das schon gelohnt. Und ja, wir schließen die Jagd damit ab und reisen zurück. Und wenn wir wieder zu Hause angekommen sind, dann werden wir diese Folge auch beenden, meine Lieben. Wir waren auf der Jagd, wir haben die Seuche erfolgreich abgewettert und wir gucken noch einmal zu unserem Sohn. Dessen Sohn ist jetzt 14 Jahre alt und jetzt kann man nur mal gucken, wie. Am 23. Juli, also er wird bald 16, also in anderthalb Jahren circa, müssen wir dann die Karten nochmal neu mischen. Ich bin dann gespannt, ob unser Sohn dann wieder an unseren Hof zurückkehren kann. In diesem Sinne, macht's gut, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, euer Don Firenze.